Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute gibt es das letzte Orakel in dieser Saison. Und zwar das DFB-Pokalfinale Bayern gegen Frankfurt. Jo. Wie gewohnt mit jeweils zwei Stickern pro Halbzeit. Und ich muss noch meine Pfeife holen. Einen Augenblick. Wo habe ich sie? So, hier. Die Pfeife holen. So. Und wir starten mit der ersten Halbzeit. So. Die ersten 25 Minuten beginnen jetzt. Also der nachfolgende Trainer spielt gegen den alten Trainer, also vom Verein her. So, hier haben wir dann Kader. Hier hätten wir Bikacic von Hoffenheim. Dann hier Chelbred von der Hertha. Dann hier Moisander von Werder Bremen. Oh, und hier haben wir den ersten Frankfurter, De Guzman. Somit das 0:1 für Frankfurt. So, die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es wird nochmal spannend. Hier haben wir einen Leipziger, Forsberg. So, mal ein bisschen ins Licht halten. So. Sandro Wagner, eigentlich jetzt für Bayern München, aber den zähle ich jetzt nicht. Niklas Stark von der Hertha. Lamine Sané von Werder Bremen. Und Breel Embolo von Schalke. Somit ist die erste Halbzeit vorüber und steht 1:0. Und wir starten in die zweite Halbzeit. So, schauen wir mal. Zweite Halbzeit startet, die ersten 25 Minuten. Ich hoffe, die Bayern machen noch was hier. Oh, da haben wir schon wieder einen Leipziger. Hier haben wir Bruma. Dann haben wir hier André Hahn vom HSV. Sebastian Langkamp von der Hertha. Dann hier Junusevic von Werder Bremen. Und hier Timo Horn von Köln. Und wir kommen zu den letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Wenn es jetzt zu einem Unentschieden kommt, gibt es eine Verlängerung. Was ich ja nicht hoffe. So, hier haben wir Wendell von Leverkusen. Dann das Hoffenheim-Logo. Dann haben wir hier Finn Bogardsson von Augsburg. Dann hier Holger Badstuber von Stuttgart. Und Naldo von Schalke. Ja, somit geht das Orakel 1:0 für Frankfurt aus. Somit wäre Frankfurt DFB-Pokal-Gewinner. Ja, und ich pfeife dann auch mal ab jetzt. So, mein Tipp ist natürlich ein, was sage ich? Ich sage ein 2:1 für Bayern natürlich. Aber wenn das jetzt so ausgehen würde, wie es im Orakel ist, dann ist es natürlich nicht schön. Schon gar nicht für den Trainer, der ja jetzt sein letztes Amt hat. Danach kommt ja Niko Kovac zu den Bayern. Und mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Und dann kommt ja auch bald die WM. Nächste Woche kommt ja erst noch Champions League, stimmt. Jo. Ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.